Kurz noch was getrunken. Erledigt. Ich gehe mal ein wenig hier hin. Ctrl A, einfach alle drauf. Ctrl A. Ich brauche einfach den Golem da. Natürlich. Geht der Golem nicht down? Ja, schon zwei. Das war's. Gut, Golem ist down. Och nee. Oh nee, ernsthaft.
Hast du den Golem, dann sind wieder alle tot. Ah. Kommt mal hier in die Ecke. Ja, natürlich. Jetzt ist er gerade gestorben. Oh. Der verdammte Golem. Nee, das bringt nichts. Und ich bin... Alter! Wie scheiße ist denn diese Stelle? Würdest du jetzt bitte... Mit der richtigen Technik geht's. Und zwar noch schnell. Alter. Ich habe manchmal einfach so Muster, da möchte ich durch. Und wenn das nicht geht, dann alter Walder. Ich speichere mal, dass ich sicher bin. Aber da haben wir
meinte ich, alles gemacht. Die Tür geht nicht. Der Waren von Nexus Golem. Plunder noch verkaufen. Da haben wir einen Ausgang, aber sonst nichts mehr. Das gefällt mir nicht so. Wo ist denn das mit dem Kräuterkundigen? Anforderung des Kuhn, Schwarzpulvergefälligkeit, Hauptverdächtiger. Also alte elfische Konstrukte sind die Varterals, vermutlich irgendwo auf dem Sonderhügel zu finden. Allerdings dürfte man kaum zufällig auf die Bestie treffen. Ich werde sie ausrichten, Gänseblümchen. Sie kann euch aber nicht wirklich hören, oder? Doch, natürlich. Was soll die Frage? Moment. Reden wir noch über eure Armbrust oder schon über etwas anderes? Hier nicht. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Aber was, wo und wie? Irgendwo auf dem Sonderhügel haben die gesagt. Also wenn es nicht gerade beim Lager ist. Und es muss eine Bestie sein. Also würde ich das ja eher an einem abgelegeneren Ort vermuten. Hier sieht's mal leer aus. Hier auch nicht. Menno. Jetzt müssen wir da hinein. Aber habe ich das vielleicht in den Höhlen übersehen? Wohl kaum, weil... Ja, hier liegt immer noch die Riesenspinne. Gut, Silberit habe ich übersehen. Aber wo könnte ich noch was übersehen haben? Das habe ich ja abgesucht. Der geht nicht auf. Hier haben wir auch abgesucht. Dann quetschen wir uns wieder mal durch den Spalt nach draußen. Da kommen wir nicht weiter. Der Friedhof haben wir ja gemacht. Sonst gibt es ja nichts. Da haben wir einfach noch den Götzen. Irgendwas übersehe ich doch. Aber welches Fleckchen? Da ist die Blüte, die haben wir ja gesammelt. Hier kann auch nichts versteckt sein. Uiuiui. Das sind dann so die kleinen Feinheiten, die ich dann immer so am liebsten erwürgen würde, weil das einfach so nervig ist, wenn das nicht angezeigt wird. Du hast ja irgendwo auf dem Sonderhügel, also kannst du einmal alles absuchen und findest das trotzdem nicht. Ich speichere mal hier. Das ist der Drache, der liegt immer noch hier. Und das wäre es. Also es wird mir hier nicht angezeigt.
Und das prangere ich an. Und jetzt kann ich wieder zurücklaufen und es passiert rein gar nichts. Vielleicht kommt das noch, wenn die Geschichte ein wenig fortgesetzt ist. Aber ich wollte jetzt einfach nochmals durchgehen. Kann ja sein, dass es wie zwei Sachen überlagert sind. Und dass man einfach mal weggehen muss, dann wieder hinkommen, dann nochmals durchlaufen und dann wird es getriggert. Wie wir sehen, es hat nichts getriggert. Das prangere ich an, finde ich nicht gut. Aber machen können wir jetzt gut und gerne jetzt halt, blöd gesagt, nichts. Und es gibt auch keine Abkürzung. Das finde ich eigentlich auch noch eine Anprangerung wert. Einmal rauf, hier durch. Aragog schläft immer noch. Tja. Dann können wir abschließend sagen, hier ist nichts. Und es wird mir auch nichts angezeigt. Also ich kann nichts anklicken, ich kann nichts machen. Der Karren lässt sich hier auch nicht verschieben. Ja, liegt mir dann schwer im Magen, wenn so etwas passiert. Weil das... Ui. Kann sein, dass wir noch zu früh sind. Und dass die Quest... Ja, das halt nicht sagen kann. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Weil hier hinten kommen wir nicht rein. Tja, dann Hauptverdächtiger. Wo ist unser Hauptverdächtiger? Unsichtbare Schwestern. Ich mache es kurz. Setze dich auf. Die Meuchelmörderin ist weg. Meuchelmörderin weg. Warum spielen diese Banden nachts immer so verrückt? Irgendjemand wird etwas gegen sie unternehmen. Evelyn wäre eigentlich dafür zuständig. Wenn sie nichts macht, kann ich herzlich wenig dafür. Geschicklichkeit, Willenskraft, Ausdauer. Ich möchte noch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Machen wir ein wenig mehr Schaden. Aber toller Kampf. Und unsichtbar, die waren wirklich unsichtbar, ja. Aber nur blöd machen sie sich sichtbar, wenn sie gegen uns kämpfen wollen. So, Meuchelmörder mal weg. Weil die sind wirklich lästig. Und können ordentlich Schaden machen. Machen wir uns irgendwo einen Meuchelmörder. Yep.
Einmal Meuchelmörder. Na, jetzt bringt's auch nichts mehr. Alles mitnehmen. Wer hat den Stufenaufstieg gekriegt? Ja, dann. Einmal speichern. Man weiß nie. Vielleicht kommt dann irgendwann die Ecke, wo es mich killt. Und das möchte ich ja nicht. Ja, auch schon wieder stumme oder unsichtbare Schwestern. Rächer aus Dennerem. What the fuck? Na, und jetzt bin ich natürlich tot. Gut, ich lebe wieder. Meuchelmörder, haben wir einen Meuchelmörder? Irgendwo war einer. Nein, das war ein Bogenschütz. Da ist noch eine. Würdest du jetzt mal. Boah. Den weg. Ihn einmal in die. Alter Walter. Die meinen es ja wirklich gut, ne? 30. Da wäre alles soweit. Dann Golemfaust. Dem noch, das ist gut. Den bitte, genau. Rächer aus Dennerum. Alter Walter. Und was haben wir da? Ach, jetzt ist's weg. Okay. Jetzt habe ich fast gedacht, hinter der Säule wäre noch jemand. Einmal speichern. Kirchenhof. Anschlagtafel ist nix. Debütanwesen. Jemals aufgefallen, wie kalt. Und weg. Und weg. Oh. Alter.
untot. Das ist ja schon fast nicht mehr schön, wie die da einfach angreifen. Nee, Mana mehr. Mehr Mana ist mehr Mana. Das passt soweit. Feuern plus. Ja, das wäre natürlich umso besser. Siegel der Lähmung, Siegel der Rückstoß, Hass. Nee. Machen wir da. Gut. Speichern, Debüt anwesen. Aber bevor wir das machen, kurz mal bei Fenris war hier, so rum.